Übersetzung der Wiki-Seite Material für Schulen. Wählen Sie im Internetbrowser den Link zur Wiki-Seite. Melden Sie sich im Wiki an, wählen Sie Anmelden. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken auf Verbinden. Klicken Sie nun auf Bearbeiten. Im Fenster des Wiki-Editors tragen Sie Ihren Textbeitrag an der gewünschten Stelle in Englisch ein. Speichern Sie die Wiki-Seite und klicken auf den Button Änderungen speichern nacheinander zweimal. Nun geben Sie die Seite zur Übersetzung frei und klicken auf Zur Übersetzung freigeben. Scrollen Sie auf der erscheinenden Seite nach unten und klicken auf den Button Diese Version zur Übersetzung freigeben. Klicken Sie im Internetbrowser nacheinander zweimal auf den Eine Seite zurück-Button. Auf der erscheinenden Seite klicken Sie in der Zeile Sprache auf Deutsch. Sie sind nun auf der deutschen Wiki-Seite. Warten Sie, bis oben bei Übersetzung abgeschlossen ein Wert kleiner 100% angezeigt wird. Klicken Sie dann oben auf Übersetzen. Sie sind nun auf der Übersetzungsseite Englisch-Deutsch. Erforderliche Übersetzungen werden mit einem blauen Pfeil oder einem gelben Symbol angezeigt. Klicken Sie jeweils auf das Bleistiftsymbol rechts eines Textblocks. Tragen Sie dort Ihren Übersetzungsbeitrag in Deutsch ein. Speichern Sie Ihre Textblöcke, indem Sie nach der Eingabe auf den Button Übersetzung speichern klicken. Wenn Sie Ihre Beiträge eingetragen haben, klicken Sie auf den Eine Seite zurück-Button. Wenn Sie alle Eintragungen vorgenommen haben, sollte nun 100% Übersetzung angezeigt werden. Sie können sich nun von der Wiki-Seite abmelden.